Und damit hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Wir sind noch im Yevendom, hier wo wir im letzten Part Yuna Leska besiegt haben in einem harten Kampf und sind auf dem Weg wieder nach draußen. Und müssen schauen, wie wir es hinbekommen, Sin nun ohne die finale Beschwörung zu besiegen, denn diese finale Beschwörung existiert nicht mehr, da wir Yuna Leska ja wie gesagt vernichtet haben. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass dem jetzt so ist. Ich hätte sie ja leben gelassen, wenn andere Media sich meinen, dafür opfern zu müssen. Ist das ja ihr gutes Recht. Aber jetzt liegt es erstmal an uns. Hi. Dad? I know. The final summoning's gone. But I'll think of something. Just give me a little more time. Ein fettes Biest. Fran an der Hof! Aren't we the happy looking bunch? Frana! Frana! Where? Where? That all you can say? Why don't you think of something? Well? Any good ideas? Come on, help us! What do we know? Sin is Jet. Thus you have a link, a bond with Sin. That may be our key. So, what do we do? We think and we wait. Two things I'm bad at. Wir denken und warten. Oder abwarten und Tee trinken. Gut. Quatschen wir mal mit den Leuten hier. We'll wait till you think of a plan. Get that noggin working. Okay.
We need to sit and think this through. There has to be a way. Ja, jetzt muss da so oder so ein Weg sein. Still thinking. Denk schneller. Okay. Waka? So much for the final Aeon solving everything. Rush this and we'll lose everything. We need to plan carefully. Ja, kann man so sagen, ne? May I help you? Hallo, Rin. Was hast du in Ausrüstung? Oh. Durchaus verlockend, wenn auch einiges zu teuer. Thank you. Alles durchordnen. Welcome. Komm, jetzt müssen wir mal ein bisschen was verkaufen. Da bin ich unglücklich damit, dass wir zweimal das Vario-Schwert haben. Aber die Barockschwerter können wir definitiv verticken. Zwei Dompteurschwerter? Nee. Zombie-Schild hätten wir im Kampf gegen Yuna Lestra gut gebrauchen können, aber jetzt kommt's weg. Ich will jetzt mal nicht zu viel verticken. Thank you. Ganz ehrlich, das mache ich hinterher. Das wollte ich sowieso offscreen machen, sowas. Dann hoffe ich, dass ich einfach nach dem Part dran denke. Und hole das dann nach. Ich würde sagen, wir sind eh noch eine Weile hier auf dem Schiff, von daher. Wohin steuert das Flugschiff von nun an? Ja. Werden wir sehen. Was haben wir hier? Ah, Kombi-Steroid. Schade. Nein, will ich nicht. Du bist doch auch ein... Was? Genau wie wir, Albert. Du bist doch auch ein... Ich weiß es nicht. Die gute alte. Ja, von Bietgarnell. Ungeeignet zum Leben, aber unsere Heimat. Ja, gut. Ich glaube, die haben nichts Interessantes zu sagen. Von den anderen beiden hätte ich wahrscheinlich noch irgendwas gekriegt, aber jetzt ist eh zu spät. Hier irgendwas Interessantes? War der Maschinenraum, oder? Ne, was tun wir denn hier? Ja, gut. Ihr habt auch nichts von Interesse. Ach, da geht's raus. Kimari und Yuna. Mit diesem Schiff könnten wir Serenheim zahlen. Kimari? Oh, beide. Yuna. I'm no good. At all. What are you talking about? All this time I've been thinking about how to defeat Sin. But I... Beyond the teachings of Yevon,
I know nothing. I'm sorry. Yuna, no apologies. But... apology is running. Yuna never run away. Thank you, Kamari. So, Kamari, you got any good ideas? Yevon's teachings. The teachings won't help us fight Sin. No answer in the teachings. Answers lie outside. Must know both sides to find answer. Both sides. Micah knows much. Find him. Make him talk. That's it! Kamari, you rock! So, Micah ausquetschen gehen? Okay. Kamari doubts Micah welcomes us. He'll have to run pretty fast to beat this airship. We cannot chase if we cannot see. To Bavel, then. Through the front door! You worried? I'll be fine. We can't stop now. Okay, Bavel ist also unser nächstes Ziel. So, und wisst ihr was, das mit dem Waffenverkaufen mache ich dann doch gleich. Pausiere einfach so lange kurz den Timer, mach das kurz und schneid das dann hinterher zusammen. Dann passt mir das, denke ich, ganz gut. So, hat man das auch erledigt und ich habe wieder komplett runtergekauft, habe die Ausrüstung, halt, die Items halt aufgefüllt. Sowas wie Phönixfeder, Goldnadel, irgendwo, lass mich mal ganz kurz durchsortieren. Weihwasser, das fehlte ja komplett. Das haben wir Kampf gegen Junaleska auch nur so mit Mühe und Not mit bestanden. Jetzt haben wir wieder volle 99. Ich habe die Albed-Medizin ein bisschen aufgefüllt. Und bin halt erst einmal wieder pleite. Rush this and we'll. Okay. Hat das einfach das erwartet. Hey guys, I just had a great idea. It was my idea. Let me tell them. It's like this, yeah? I just thought the hymn's the key. Ah! The hymn? Sir Jekt likes the hymn of the faith, correct? Yeah. That's why he was listening to it in Makalania. Sin, violence incarnate, listening peacefully. I know it's your old man, and I don't mean no disrespect, but... No, it's fine. I've gotten used to it. Let me say it. If we attack Sin head-on, we've little chance of winning. However, if he hears the hymn of the faith, he will become docile. Yeah, and that's when we make our move. Might be against the rules and all, but who's keeping track, yeah? Yeah? Yeah, it could really work. Yeah, yeah, it's worth a try. Definitiv. Oh, habe ich jetzt die Wahl zwischen Bevel und... Okay, Sid ansprechen, die Navigationskarte zu öffnen, wenn man den Zielort auswählt, wird man im Motorknüpfe. Okay. Wir haben also Kontrolle über das Schiff, das finde ich schon mal ziemlich gut. Level 3 Speicherfunktion. Der ist Speicher, so der das Schiff gelangt. Okay. Oh, und hier könnte ich der Blitzball spielen. Well, that sounds like a plan to me. Our baby here will take us anywhere we want. So, ich habe keine Passwörter, das ist ein bisschen ärgerlich, aber okay. Die weite Brücke wäre noch ein neuer Ort. Ich möchte erst mal ein bisschen absuchen, wo ist Insel Bisade? Da unten, okay. Denn ich meine mich zu erinnern,
Aha, Regenbogenwasserfall von Bizet wurde entdeckt, Liste der Zielorte wurde erweitert. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es da nicht sogar noch irgendeinen Punkt gab, deswegen klicke ich da einfach gerade einfach mal alles ab. Ich kann ein bisschen ranzoomen irgendwie, nein, schade. Hier hinten noch irgendwie eine Inselgruppe. Weiß ich auch nicht, wie... Ah, die Wüste Sanubia wurde entdeckt. Das ist, glaube ich, da, wo das Heim der Albed war. Die Omega-Ruinen wurden entdeckt. Okay. Schauen, was wir hier noch so Feines finden. Ansonsten... Ich würde ja sagen, sonst könnt ihr mir gerne Kommentare schreiben, wo ich noch suchen soll. Bitte keine Passwörter, sondern wenn überhaupt mit Passwörtern, dann bitte einen Hinweis, wo ich entsprechende Passwörter finde. Das Ganze mir dann nochmal selbst angucken kann. Ich hoffe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt hier hochlade, habe ich noch nicht so weit im Voraus aufgenommen, dass es das da nicht mehr lohnt, sondern ich gegebenenfalls schon fertig bin mit dem Spiel. Okay, scheint soweit erstmal alles gefunden zu haben. Jetzt geht es erstmal zum Bizet Wasserfall. Here we go! Ja, meine Kiste. Dragonerspeer. Okay, Ausrüstung, Kimari. Zauberkonter und Ausweichkonter. Das ist schon ziemlich gut. Aber noch gar nicht unten, bitte. Da werde ich nämlich, denke ich, durchschauen und Durchschlag noch mit draufpacken, ja. So. Ist hier noch irgendwas? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von hier unten noch irgendwo hinkamen. Lasst mich noch einmal kurz suchen. Ja, sieht nicht so aus. Der andere Ort ist wahrscheinlich über ein Passwort. So, dann gucken wir uns die Sanubia-Wüste noch mal kurz an. Wenn es als neuer Ort angegeben ist, möchte ich zumindest einmal kurz da gewesen sein. Schau mal einer an. Hier finden wir so eine Kiste. Ascaron erhalten. Eine Waffe für Tidus. Doppel AP. Doppel AP ist schon mal nice. Ansonsten ist hier nichts weiter, nehme ich an. Oh, wir können hier kämpfen. Ein kleiner Sandwurm. Ja, komm, dann rüsten wir Ascaron auch für den Moment mal aus. Habe ich schon? Nein, habe ich noch nicht. Dann lassen wir auch Kimari mal kämpfen. Spezial. Dragonik, da ist es doch. Haha, daneben. Yeah.
Halt schade, dass Astroch und nichts weiteres drauf hat. Einsaugen. Auf. Slurp. Er wird schon wieder ausgespuckt. Ah, lecker herauswürgen. Aber wirklich passiert ist Orin jetzt nichts. Von daher. Er hat einen Treffer abgekriegt. Das ist der erste Treffer, den der Sandwurm hier gelandet hat. Sieh mal noch einer und dann war's das. Ja gut, wenn es sonst nicht weitergeht, dann kommen wir zum Schiff zurück. Uns den nächsten Ort anschauen. Das wäre die geweihte Brücke. Yeehaw! Here we go! Noch nicht. Moment, nochmal zurück. Jetzt weiß ich wieder, was die geweihte Brücke ist. Darüber stürmen wir gleich Bivell. Ich möchte mir aber gerne noch einmal kurz die Omega-Ruinen anschauen. Yeehaw! Here we go! What is this place? 700 years ago, a monk who defied the teachings was sentenced here. Oh, the traitor Omega, yeah? Omega's loathing of Yevon has turned him into a fiend. They say he liked it underground, out of the light. So, he's here? Scared? Not a chance. Okay. Also klar, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier Omega bekommen. Ich weiß nur noch nicht genau, ob das jetzt der Fall ist. Ob wir hier jetzt überhaupt schon stark genug sind. Oder ob wir jetzt hier tierisch auf die Fresse kriegen. Deswegen bin ich froh, dass ich zuerst speichern durfte. 56.000. Na gut. So, jetzt brauchen wir Juna zum Heilen. Reicht Vitra? 2400 ungefähr? Na, ist okay. Same für Tidus. Magie. Aber mit Anti-Z an, um seinen Hast abzunehmen. Mhm. Und mit Medica gegen Gemar? Ich weiß es gerade gar nicht. Ansonsten auch da Anti-Z bei Gelegenheit. Light shine strong. Magics be gone. Nö, das funktioniert auch nicht. Also muss ich vielleicht wirklich mit Hast dann gegen Gemach arbeiten.
Probieren wir es mal. Ist er jetzt normal oder ist er auf Hast? Er ist auf Hast, das ist okay. So, viel fehlt den beiden eh nicht an Energie, da können wir auch kurz beten. Wenn wir uns allen Hass. Na, dagegen ist er leider immun. Ach, Konzentration, was ist das denn jetzt schon wieder? Wirklich werden seine Magieangriffe jetzt stärker. Nicht so schlimm wie befürchtet. Ich würde Orin auch gerne zu dem Mondbanner wechseln. Das ist nicht so wild. Hat er noch 9700. 3. 5, 2. Okay. Heil in Abwehrhaltung. Und Orin soll dann einmal bitte drauf pfeffern. Und Varuna gefangen. That's how it's done. Schauen wir mal, was es hier an Erfahrung gibt. Reichlich. Definitiv reichlich. Ja, doch, können wir noch mal speichern. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 2 Minuten. Ist jetzt nicht mehr wirklich viel. Dann würde ich sagen, machen wir hier kurz so ein Sphärobrett. Ja, dann können wir auch den Part an der Stelle schon beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Freue mich natürlich wie immer über Kommentare, Likes etc. Und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part dabei seid von Final Fantasy X. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao.